Fertig, ich feuer! Ja! Feuer! Also Turnorder, zwei Personen. So, und das ist was für ein Schiff? Der hatte Todesangst gehabt. Und den Blick, sage ich mal, den werde ich nie vergessen. Jeder Einsatz, den wir nicht fahren, ist ein guter Einsatz. Position 3 Meilen südwestlich von Burg Starken. Montags ist Übungsabend an Bord der Romy Frank. Sie sind keine Profis, sondern ehrenamtliche Seenotretter. Christian ist Feuerwehrmann im Ruhestand, Udo selbstständiger Vermögensberater. Er ist vor 2 Jahren extra von Hessen nach Fehmarn gezogen. 10 Einsätze als Freiwilliger hat er seitdem schon gehabt. Den letzten erst vor 3 Tagen. Wir haben hier vor der Insel eine Segeljacht abgeborgen, eine kleine. 7 Meter ungefähr, und haben die nach Großenbrode gebracht, zum Yachthafen. 2 Leute drauf, Motorschaden, dann haben wir sie längsseits genommen, Steuerbordseite. Und Christian, ich und noch 2 Kollegen haben sie dann nach Großenbrode gebracht. Nein, los! Er vielleicht 50, der Junge 25. Die waren einfach froh, dass wir da waren. Bin gesund geblieben, bin jetzt 60 Jahre alt. Beruflich hat das immer gut funktioniert. Ich habe genug Zeit, um sowas machen zu können. Denn die brauchst du auch dafür, ne? Die ehrenamtlichen Seenotretter haben ihr Handy immer dabei. Wir kriegen einen Alarmanruf, den wir dann bestätigen müssen. Mit 0, wenn jetzt einer nicht kann. 1, ich komme sofort. Oder 2, wenn es etwas länger dauert. Ne? Und dann kriegen wir später noch eine Nachricht, was es für ein Seenotfall ist. Die große Carlo Schneider. Das neue Trainingsschiff der Seenotretter. Moin! Einmal durch die Klüse da. Einmal hin und her. Moin! Moin! Ihre Basis heute beim Übungsabend in Burg Starken auf Fehmarn. Jo. Außer Udo und Malte sind heute noch 5 weitere Ehrenamtler mit dabei. Nur der Vormann ist auch im Hauptberuf Seenotretter. Ja, dann erstmal herzlich willkommen zu unserem Übungsabend heute hier in Burg Starken. Heute werden wir mal Personen aus dem Wasser bergen und retten. Ich denke mal, jetzt für den Sommer ist das wohl das Richtige. Das wird uns wahrscheinlich das ein oder andere Mal oben im Fehmarnbelt auch ereilen, wenn wir dort Surfer und Segler haben und Schwimmer. Seit 2 Jahren ist Hotelfach-Azubi Malte Scheckermann dabei. Nachwuchsmangel droht. Bei den Hauptamtlichen genauso wie bei den Freiwilligen. Von klein auf habe ich schon immer mit Wassersport zu tun. Also sei es Segeln, sei es das Surfen, habe ich alles schon mal ausprobiert. Und als ich dann nachher so 18, 19 war, war bei mir die Motivation, was Ehrenamtliches zu machen. Und ich hatte Lust auf Seefahrt. Und dann habe ich mich im Internet informiert. Und so bin ich bei den Seenotrettern gelandet. Es ist wirklich nötig, dass wir aus allen Gewerken auch wirklich Leute nehmen. Außer Seefahrt selber kommen natürlich immer weniger Leute. Deutsche Seefahrt, deutsche Fischerei wird natürlich immer weniger. Und so ergänzen wir uns natürlich auch durch Kfz-Mechaniker, alles, was wir sonst so mit bei haben. Jeder trägt eben zum Team was dazu und was dabei. Christian, ein ehemaliger Feuerwehrmann, ist jetzt Ausbildungswart. Wir haben also verschiedene. Heute sollen Udo und Malte mit dem Leinenschussgerät üben. Einmal hier, wo nachher die Kartusche reinkommt. Einmal ist das eigentliche Handgerät. In diesem Fall haben wir hier ein Übungsprojektil schon mit Leine dran. Erst am vergangenen Wochenende haben sie das Leinenschussgerät bei einem Notfall wieder eingesetzt. Außerdem steht für die Freiwilligen heute eine Mann-über-Bord-Übung auf dem Plan. Der Kälteschutzanzug ist Pflicht. Das Wasser hat nur 12 Grad. Ich selber war auch schon im Wasser. Eigentlich gleich zum Anfang, als ich hier beigetreten bin, ja, wird man einmal so mit reingeschmissen, um auch Vertrauen ins Equipment zu kriegen. So, Romy Frank einmal um 18.55 Uhr zur Ausbildung. Ab Burg Starken mit 5 Besatzungsmitgliedern, 3 Personen der Firma Joker Pictures. Und wir gehen einmal vor Burg Starken. Also insgesamt 8 Personen, dann gute Fahrt.
Auch bei einer Übung sind sie jederzeit einsatzklar für den Notfall. Wenn wir jetzt losfahren, mag ja immer mal draußen noch was passieren. Und heißt natürlich für uns dann, wir können gleich eingreifen, wir sind ja einsatzbereit. Auch während Ausbildung sind wir einsatzbereit. Also ich denke mal, das Wetter lässt das zu, dass wir die Übung hier durchführen. Dann würde ich sagen, Frederik geht ins Wasser. Und dann lassen wir ihn einfach mal so ein bisschen treiben und nehmen ihn dann gleich anschließend durch die Bergepforte auch wieder auf. Wir wollen ihn ja so schon wie möglich hochkriegen. Wir nehmen auf jeden Fall die Schaufeltrage. Wir gehen quasi an der Person rücklings direkt senkrecht runter. Dass wir dann also dann einen kleinen Hebel haben. Einer rechts, einer links hier unter den Achseln anfassen, die Trage anfassen und rausziehen. Ja. Seid ihr bereit? Ja. Ja. So, Helm auf, Personen, Steuerbord, Achter raus. Genau, einmal dann auskommen. Ja. Schon der Kälteschock beim Sturz ins Wasser kann lebensbedrohlich sein. Außerdem kühlt der Mensch im Meer 4 bis 5 Mal schneller aus als an der Luft. Das Einatmen von Wasser, Atemnot, Panik, Unterkühlung. Zu lange darf eine Suche nicht dauern. Vor allem, wenn die Wellen höher sind als heute. Und das ist hier im Revier oft der Fall. So, Achtung. Bootshaken klar. Bootshaken. Malte und Udo sollen das Opfer bergen. Pass auf. Sie sind angeleint, damit sie bei offener Bergungspforte nicht selbst ins Wasser rutschen. Gut, positioniert. Ja. Bei einem Ernstfall haben sie so schon 2 Kinder gerettet. Nochmal, hopp. So. Person an Bord. Person an Bord. Luke noch offen. Person an Bord, Luke noch offen. So. So, ganz kurz. Wie war's? Gut. Na gut. Hast kaum was von gemerkt. Ja, technisch, mit dem Brett ist super. Ja. Ja. Wenn er noch ein bisschen Schwung hat oder ein bisschen weiter weg ist aufgrund von Wetter, dass ihr den Bootshaken wirklich griffbereit habt. Ja, das ist nicht immer gesagt, dass der, dass der Bootsführer wirklich dicht ranfahren kann. Ne? So. Wir tun hier alles dafür, dass wir ziemlich schnell beim Havaristen sind, bei dem, der in Seenot ist. Ja? Und es erschwert uns natürlich unheimlich die Arbeit, wenn die dunkel gekleidet sind. Ihr seht ja selber die Farbe der See, dunkel, wenn dann jemand schwarzen Neoprenanzug hat. Suchst du natürlich viel länger, als wenn einer mal eine rote oder eine blaue Haube auf hätte, ne? Irgendwas leuchtet. Wir hatten einen Einsatz, einen Surfer hier von Westermarkelsdorf, der war eben dunkel gekleidet. Da ist der Hubschrauber mit ausgerückt zur Suche und er ist 3-mal über den Menschen rüber, also aus, über weggeflogen, er hat ihn nicht gesehen. So viel aus dazu, helle, gut sichtbare Kleidung. Wie ist das? Schießen wir dann zu ihm rüber oder einfach in die? Einfach in die wilde See. Als nächstes soll Malte das Leinenschussgerät einsetzen. So. Ja, Frage, wie lange bräuchtet ihr, um einsatzbereit zu sein? Doch plötzlich ein Notfall. Funkspruch der Leitstelle. Dann setze ich das Kamerateam eben einmal über und dann melde ich mich gleich nochmal einsatzbereit. So, pass auf. Also einmal für alle. Wir haben ein Segelboot, Motorschaden, segelt hier ganz normal ran. Wird wahrscheinlich das Segelboot dort hinten sein. MRCC macht gerade die Abfrage. Das heißt, wir werden das Kamerateam gleich bei Carlo Schneider an Deck setzen, dass wir einsatzbereit sind und wir fahren dann den Einsatz. Ja. Wir haben jetzt noch einmal Zeit zum Schießen. Ja. Tommy läuft da schon mal hin, dass er nicht ganz ängstlich ist, der Magger. Und dann, Gut. Das große Trainingsschiff der Seenotretter fährt der Yacht vorsichtshalber entgegen. Malte kann noch schnell den Leinenschuss üben. Projektil ist drauf. Jawohl. Einmal und ein sicherer Stand. Bis zu 70 Meter können sie so überbrücken.
Fertig, ich feuer! Ja. Feuer! Wichtig bei schwerer See, wenn Sie Abstand vom Havaristen halten müssen. Position circa 3 Meilen südwestlich von Ansteuerung Burg Starken und Udo nimmt die Daten der Yacht mit dem Motorschaden auf. Vormann Arne beruhigt den Skipper. Alles klar, ja, das sehr weit weg. Das besprechen wir gleich alles vor Ort. Ja? Wir kommen erstmal zu Ihnen, Sie segeln ganz normal weiter und wir kommen gleich zu Ihnen. Alles klar. Der ist nicht ganz so erfahren und dann versucht er ins Fahrwasser rein zu segeln, links und rechts in Steine und dann wird er ganz schnell zum Seenotfall. Das heißt, wir nehmen lieber vorher und vermeiden Schaden und genau. Gut. Dann übergeben wir euch jetzt einmal an Carlo. Jawohl. Und dann machen wir den Job, ja? Jawohl. Ohne Motor kommt die Nordlicht auf keinen Fall sicher durch die enge Hafeneinfahrt von Burg Starken. Das Kamerateam muss das kleine Seenotrettungsboot verlassen vor dem Abschleppmanöver. Von Bord der Carlo Schneider aus sicherer Distanz begleiten die anderen Freiwilligen den Einsatz. Beim dritten Versuch landet die Leine auf dem Segler. Okay, alles klar, danke euch. Dann gute Fahrt, gutes Gelingen. Ja, also so quasi Zehnerkarte. Ja, nee, gut, alles klar. Ist egal. Wir nehmen ihn an Haken und dann geht er nach Buchstaben. Alles klar, gut, Sepp. Udo und Malte müssen sich jetzt im Deckshaus in Sicherheit bringen. Selbstschutz, falls die Schleppleine reißt. Die anderen Freiwilligen mussten deshalb schon vorher die kleine Romy Frank verlassen. Nun schleppen wir ihn ganz langsam rein, damit er nicht uns überläuft. Das ist immer wichtig, weil das ist ein relativ großes Schiff. Wir haben jetzt Südostenwind, das ist achterlich, was bedeutet, dass er natürlich von hinten jetzt ordentlich aufläuft. Er kriegt jetzt gleich Wind von hinten. Und dann droht er natürlich auch aus der Fahrrinne raus zu verlaufen. Und das ist relativ schmal hier, die Fahrrinne. Deswegen müssen wir da echt zu schnell und schön kurz hinhalten. Was eigentlich beim Schleppen immer nicht das Schönste ist, aber anders geht's heute nicht. Ne? Wir waren ungefähr bis knapp 1,5 Meilen rangesegelt. Aber die achterlichen Wellen wurden immer höher. Da wollten wir Segel runternehmen, mal die Schiene Drehzahl erhöhen. Wir haben die ganze Zeit mitlaufen lassen, im Leerlauf. Ja, und dann wollten wir mehr Gas geben und dann 10 Sekunden später Feierabend. Bezahlen muss der Skipper nichts. Rettung aus Gefahr ist kostenfrei. Ja, nochmal Dankeschön, Jungs. Ne? Danke. Ja, gerne, kein Problem. Ja, ne? Ja. Schönen Abend euch, ne? Danke. Euch auch noch. Tschüss. Gute Sache. Jo, danke. Udo kann sich als selbstständiger Vermögensberater seine Zeit frei einteilen. In den vergangenen 1,5 Jahren hat er schon einige Lehrgänge im Trainingszentrum Neustadt besucht. Jetzt möchte er Bootsführer werden, denn die werden dringend gesucht. Der prägendste Einsatz, das war ein vermisster Keiter, Westermarkelsdorf von hier. Und wir sind dann losgefahren, waren ungefähr so nach einer halben Stunde am Einsatzort. Hubschrauber war schon dort und Gott sei Dank haben wir den dann gefunden. Und als wir den durch die Bergefochte reingeholt haben, der erste Eindruck war natürlich, dass er gesagt hat, Mensch, der Hubschrauber, der hat mich da übersehen und der hatte Todesangst gehabt. Und den Blick, sage ich mal, den werde ich nie vergessen. Als wir ihn reingezogen haben, der Händedruck und die Erleichterung, die wir da gespürt haben, das war schon wirklich phänomenal, muss ich sagen. Im Ernstfall soll das Seenotrettungsboot 10 Minuten nach der Alarmierung ablegen. Wer zuerst am Liegeplatz ist, fährt mit raus. Stationstraining in Burg Starken auf der neuen Carlo Schneider. Nordwest 6, grobe See. Am Nachmittag soll es noch windiger werden. Auf dem Stundenplan der Freiwilligen steht heute Seemannschaft. Lernen von den Profis, den hauptamtlichen Seenotrettern. Warum ist der Weblandsteg kein nautischer Knoten? Wenn ich den Weblandsteg
linear auf Zug bringen, zieht er sich so fest, dass du hinterher schneiden musst. Oder wenn ich den Weblein-Stick nicht linear belaste, dann geht er auf. Ja. Mhm. Das Ding ist tückisch. Mhm. Mhm. Früher konnte man mehr auf fertige Seeleute zugreifen. Das war tatsächlich so. Aber das ist überhaupt gar nicht schlimm. Man muss sich jetzt die Mühe machen. Und darum hat man dieses Schiff gebaut, um die Leute zu trainieren. Ja. Dein Ende ist ein bisschen kurz. Ja, ne? Ich werfe die Leine jetzt wie ein Diskus. In der Schulter haben wir ja sehr viel mehr Kraft als im Oberarm, ne? Also, so ungefähr würde ich mir das wünschen. Die Freiwilligen sollen gleich mit ihrer kleinen Romy Frank zur Übung die große Carlo Schneider schleppen. Das sind nordwestliche Winde, West-Nordwest, in Böen bis 8. Das wird schon ein bisschen anspruchsvoll werden, die Leinverbindung herzustellen. Je schlechter das Wetter ist, umso größer wird der Abstand sein, den sie halten müssen zu den vermeintlichen Havaristen. Hier im Fehmarnsund sind es meist Sportboote, zu denen erst die leichte Wurfleine rüber muss und daran die schwere Schleppleine. Ich stehe ja nach hinten raus, ich sehe ja den Segler dann gar nicht. Und der Bootsführer gibt mir dann das Kommando, wann ich werfen soll. Und auf das Kommando warte ich und dann geht's rüber. Doch plötzlich ist die Übung zu Ende. Wiederholen nochmal. Also Turnorder, zwei Personen. So, und das ist was für ein Schiff? Hast du gesagt, wie groß er ist? Wie lang der ist? Alles klar. Gut, weiß ich Bescheid. Ich melde mich an. Ja, alles gut, weiß ich Bescheid. Wieder die Leitstelle mit einem Notfall. Ja, wir sind sowieso jetzt gerade am Auslaufen mit der Carlo Schneider. Wir wollen jetzt zur Übung rausfahren. Ich werde das jetzt mal mit dem absprechen, wie wir das jetzt machen. Ne? Alles klar. Gut, aber ich melde mich dann nochmal über Funk. Ne? Wunderbar, geht los. Tschüss. Tschüss. Wir haben jetzt ein Segelboot, was unter Segeln fährt. Der kommt jetzt hierher. Der segelt also bis hier vor das Fahrwasser. Und dann braucht er aber Hilfe zum Einlaufen, weil er keine Motorkraft hat. Also wir haben jetzt noch circa eine Stunde Zeit ungefähr, bis er denn hier ist. Gut, wir brechen dann jetzt hier die Schleppübung ab, schleppen Achter raus. Dann gehen wir jetzt, auch wenn ihr gerade so schön gekleidet seid, in das Briefing fürs Längsseite nehmen, zum Schleppen Längsseits. Ja. Und dann habt ihr einen realen Schleppeinsatz, den ihr dann ausfahren werdet. Ja. Wie würdet ihr die Schleppleine gleich anschlagen, wenn ihr den Havaristen habt? Das grüne Auge auf dem Schlepphaken, das hat den Grund. Als Sicherheit. Das Schlimmste, was passieren kann, dass die Schleppleine reißt. Deshalb muss alles sorgfältig vorbereitet und bei Gefahr die Verbindung gekappt werden. Eigenschutz geht vor. Und was wir hier tun, ist gelebte Seemannschaft. Man hilft, wo man kann, aber Helden liegen auf dem Friedhof. Und da möchte ich ungern hin, ich möchte gerne alt werden und gerne solche Dinge tun mit so fantastischen Leuten, wie ich es hier tun darf. Vorderleine los! Achterleine los! An Bord! Helfen sollen sie einer Yacht mit blauem Rumpf. Davon gibt es hier im Revier allerdings gerade mindestens drei verschiedene. Die Suche beginnt. Die Profis bleiben im Hafen von Burg Staaken und verfolgen das Geschehen an Radar und elektronischer Seekarte. Ja, ich hatte mitbekommen, dass sie den in die Burgtiefe in den Yachthafen bringen und die werden beim Kran liegen. Bei dem Wetter ist das tatsächlich schon vernünftig, da sich dann Hilfe zu holen. Lieber einmal zu viel haben, als zu brauchen und nicht zu kriegen. Wenn der bei dem Wind auf Griff geht und in andere Yachten reintreibt oder was, genau. Oder im Fahrwasser noch vielleicht auf eine Sandbank kommt oder was, sind auch viele Steinbuben, die reingehen, dann ist nicht gut. Also die haben den sicheren Weg gewählt und das ist auch sehr, sehr gut so. Dafür gibt es uns. Genau dafür gibt es uns. Lieber einmal zu viel rausfahren als zu wenig. Nach 5 Minuten Suche finden die Freiwilligen die Yacht mit dem Motorschaden. Hinter dir! Anziehen! Maltes Wurfleine landet gleich beim ersten Mal auf dem Segler. Jetzt gibt ein bisschen Gas, der kommt auf uns zu.
Christian hat den Motor der Romy Frank ausgekuppelt, damit kein Zug auf die Schleppleine kommt, solange Udo und Malte noch im Gefahrenbereich stehen. So, weiter ziehen! Weiter! Ja! So, Stoppmaschine. Sobald die Leinenverbindung steht, müssen Udo und Malte das Achterschiff verlassen und rein ins sichere Deckshaus. Der Segler aus Greifswald wird in den sicheren Hafen von Burgtiefe geschleppt. An diesem Wochenende fahren die Seenotretter an der gesamten Ostseeküste 40 Einsätze. Helfen allein in Schleswig-Holstein 43 Menschen. Kommunikation gut, Arbeit gut, wunderbar, ruhig, gesittet, lief das alles ab. Ich war begeistert. Von eurer Seite irgendwas? Nein. Nichts, gar nichts, alles gut. Wunderbar, dann, Männer. Okay, Einsatzende. Wichtig bei der ganzen Geschichte war halt eins. Die Kommunikation untereinander. Du hörst ja selber, das pfeift hier ein bisschen rum. Dass es da ein bisschen lauter ist an Bord, ist klar. Und dass die Kommandos, die gegeben werden, dass die auf jeden Fall wiederholt werden. Dass der, der es ausgesendet hat, auch weiß, es ist so angekommen, wie ich es gemeint habe. 16.50 Uhr hatten wir den Havaristen fest am Kran Burgtiefe. Und wir sind jetzt soweit wieder einsatzbereit und könnten dann neu übernehmen, wenn was ist. Hier ist bald noch weiter an Bord, ja? Ja, wir fahren jetzt zurück nach Burg Starken zur Carlo Schneider und machen da weiter mit Training. Ja, alles klar, dann lasst ihr euch so weiter durchlaufen. Jo, danke. Auch hier in Puttgarden wohnen ehrenamtliche Seenotretter. Michaela Runknagel arbeitet als Fußpflegerin. Ich war eigentlich schon immer im Ehrenamt tätig. Beim Roten Kreuz, im Rettungsdienst, in der Jugendarbeit immer irgendwas und wollte es eigentlich hier oben auch gleich wieder machen. Und dann hat mein Sohn mich dazu gebracht, dass wir zu den Seenotrettern gehen. Also er wollte dahin und ist da dann dort gewesen und sagt, Mensch Mutti, das wäre doch was für uns. Und dann bin ich damit hin und das hat mir gut gefallen. Ihr Sohn Mathis war schon als Kind leidenschaftlicher Segler. Der 18-Jährige macht gerade sein Abitur. Bei den Hafentagen in Burg Starken hat er die Seenotretter einfach angeschnackt, ist jetzt seit 3 Jahren dabei. Ich finde Ehrenamt ist ganz arg wichtig und ich bin selber Wassersportler, ich segle total gerne und bin auch oft, ja, immer im Sommer immer am Strand und jeden Tag auf dem Wasser eigentlich in den Sommerferien. Und insofern ist es eigentlich schon immer, ja, es ist wichtig, wenn man sich irgendwie auch beteiligt am Ehrenamtlichen. Ich bin die Einzige mit meinem Sohn, die hier in Puttgarden wohnen. Wir sind dann wirklich meist die Ersten, entweder mit dem Fahrrad oder mit dem Auto. Egal, wir sind auf jeden Fall die Schnellsten und können dann praktisch das Boot schon betriebsfertig machen, also anmachen und Strom einschalten und alles. Dass wir praktisch, wenn die anderen kommen, dass wir direkt losfahren können. Das ist natürlich schon von Vorteil, wenn da jemand da ist. Gerade im Sommer, wenn die Insel dann echt voll ist, dann braucht man schon eine Weile, bis man dann auf Station ist. Bei den letzten Trainings konnten die beiden wegen Corona nicht dabei sein. Heute geht es endlich wieder zu ihrer Romy Frank. Moin, Männer. Guten Abend. Moin. Reicht es hier oder weiterhin? Das ist gut. Heute sind Udo, Michaela und die anderen Ehrenamtlichen verabredet mit den Profis der Station Fehmarn. Bist du 8 frei? Mathis hat morgen früh mündliche Abi-Prüfung in Bio. Übungsabend muss trotzdem sein. So See zu fahren war schon immer mein Traum, irgendwie, seit ich 12, 13 bin. Der erste Einsatz war ein Surfer tatsächlich, aber da war Einsatzabbruch dann. Der kam von selber an Land zum Glück. Da war natürlich schon aufgeregt, klar. Aber danach wusste man, wie alles funktioniert und wie es läuft. Und dann war das auch wieder ruhiger. Michaela hat 4 Kinder. Ihre erste Suchaktion als Freiwillige auf der Romy Frank, ausgerechnet nach einem vermissten Kitesurfer. 14 Jahre, genauso jung wie ihre Zwillinge. Schwarzer Drachen, schwarz angezogen.
und Welle. Also es war 1,5 Meter Welle, waren locker. Und wir sind gefahren und ich bin dann irgendwann vor mit dem Fernglas. Und es war, der hatte so viel Glück, der Kerl. Der ging in einer Welle hoch und in dem Moment habe ich darauf geschaut und dann haben wir ihn gefunden nach, weiß ich nicht, 1,5 Stunden oder so. Ein 14-jähriger junger Mann, der sich total verheddert hatte in seinen Leinen. Ich weiß nicht, wie lange das noch gegangen wäre. Ne? Der war total erschöpft. Also das war echt, da hatte ich auch danach echt Herzklopfen. Schleppübung mit den Profis. Wurf und Schleppleine wird gerade klar gemacht, ja. Ein Moment. Den Kreuzer Bremen sollen sie an den Haken nehmen. Mehr als 100 Tonnen. Wir werfen gleich über Backbord. Für das nur 8 Tonnen leichte Rettungsboot. Und Wurf. Wurf. Schleppleine aus. Die Schleppleine ist schwimmfähig, damit sie nicht in die Schraube gerät. Und aus besonders reißfester Kunststofffaser. Mach drüber erstmal. Drittes Auge auf dem Haken, Leine spannen. Nee, mach weiter. Nehmen rückwärts. Gut, dann lag man so fest. Ja, erstmal alle rein. Ja. Das kleine Rettungsboot kann auch größere Schiffe bis zu einigen 100 Tonnen Gewicht sicher auf Position halten. Vor einiger Zeit im Fehmarnbelt sogar einen Frachter. Tür ist zu. Die drehen wir. Den Tür können wir dann einmal anschauen. Jo, wieder beginnt. Alles klar. Jedes Jahr haben sie etwa 30 Einsätze. In diesem Jahr haben die Freiwilligen von Fehmarn schon 12 Menschen aus Seenot gerettet. Alles klar. So, dann wollen wir jetzt gleich wieder losschmeißen. Ja. Einmal Kommando, Funk, dann nimmt Chris Fahrt raus und wenn die Leine denn lose ist, und dann können sie ein. Alles klar. Ja. Fußpflegerin Michaela, Abiturient Mathis, Vermögensberater Udo, sie alle werden jetzt zum Bootsführer geschult. Machen wir es erst hier rein oder wollen wir? Machen wir hinterher, rein. Oder? Ja. Schraube, Schrank, Bremen, die Leine ist los. Ehrenamt Einsatz auf der Ostsee. Von der Landratte zum Seenotretter. Das hat alles wunderbar funktioniert. Bremen hat auch gut mitgemacht. Ich würde sagen, das können wir so stehen lassen und dann üben wir beim nächsten Mal weiter. Ne? Üben. Wunderbar. Super. Hat gut geklappt mit Udo. Also, wir haben auch zusammen einen Lehrgang gemacht und auch schon mal ein, zwei Schleppeinsätze auf jeden Fall zusammen gefahren. Das heißt, wir wissen, was der andere tut. Insofern hat das alles wunderbar geklappt, auf jeden Fall, ja. Ist toll, einfach Ehrenamt. Also wirklich, Ehrenamt an sich ist was Schönes und hier auf Station ist es einfach ein schöner Zusammenhalt. So, auch wenn wir draußen sind, also es ist einfach, ja, man arbeitet zusammen, nicht gegeneinander und das ist eigentlich was echt schön ist. So, Hand in Hand einfach. Ja. Es ist wie bei der Fußballmannschaft, es ist auch gar nicht entscheidend, wer das Tor geschossen hat, sondern als Team musst du funktionieren und nur als Team kannst du auch so einen Einsatz im Grunde genommen durchführen und das macht es auch so interessant. Die Teamarbeit ist das Wichtigste.